Hallo, ich heiße Jöran, ich spreche sehr schnell. Der Vortrag heißt The Way We Walk. Das Thema des Vortrags ist die Neuerfindung des Fußgängers in Zeiten des Smartphones. Der Fußgänger bin in dem Fall ich und ich habe in den letzten 2 Jahren mal aufgeschrieben, was ich so an mir selbst an Veränderungen im Verhalten beobachte, seit ich mit so einem Computer durch die Welt renne und da drauf gucke. Es ist als Lichtbildvortrag getarnt, eigentlich ist es eine Feldrecherche für einen Beitrag für das Techniktagebuch. Kennt jemand das Techniktagebuch nicht? Sehr, sehr gute Erfindung von Katrin Passig. Wir schreiben in dieses Techniktagebuch rein, was 2016 so technisch vollkommen banal oder auch langweilig aussieht. Wir glauben aber, dass das aus der Sicht von vielleicht 2036 vollkommen bescheuert aussieht oder nicht selbstverständlich, vielleicht auch aus 1996er Sicht vollkommen albern aussähe, wenn man sähe, was wir heute machen, etc. Ihr könnt, ich zeige die Adresse nachher nochmal, mir eine Rückmeldung geben. Die untere Adresse ist wichtig, weil ich würde gerne wissen, ob das, was ich hier bei mir beobachtet habe, irgendwem anders auch so geht. Oder ob ihr denkt, ja natürlich, aber das macht doch jeder so oder nicht. Oder ob ihr gar nicht verstanden habt, wovon ich rede. So sieht dieses Formular aus, was dahinter ist. Man kann also sagen, geht das nicht allen Leuten so? Oder ich dachte, ich bin der Einzige unter 7 Milliarden, der das so macht? Oder ähnlich. Block 1. Es geht um Verkehrsmittel für Smartphone-Fußgänger. Nun gibt es verschiedene Verkehrsmittel für Smartphone-Fußgänger. Das erste ist der Fahrstuhl. Das hat sich seitdem ich ein Smartphone verändert, dass ich einfach weiß, wohin ich gucken muss im Fahrstuhl auf Smartphone. Zweites Verkehrsmittel für Fußgänger ist die Rolltreppe. Als Default hatte ich eigentlich in der Regel immer die Treppe neben einer Rolltreppe. Seit ich sehr viel das Smartphone nutze, nutze ich ganz häufig gezielt die Rolltreppe, um auf der Rolltreppe auf dem Smartphone zu gucken, wohin ich am Ende der Rolltreppe muss. Drittes Verkehrsmittel für Fußgänger ist extra für Smartphone-Nutzer erfunden worden, ist ein sogenannter Fahrsteig, erfunden worden so um 1900, ist ein wunderbares Verkehrsmittel, weil man ganz in Ruhe auf sein Smartphone gucken kann, hat aber ein paar Usability-Schwächen, am Ende fällt man manchmal hin, wenn man nicht aufpasst. Deswegen gibt es diese Hinweise, die da oben aber natürlich Usability-technisch total schlecht platziert sind, weil wenn ich hier hingucke, ist da ein Hinweis denkbar schlecht platziert. Deswegen bessere Variante gesehen hier am Flughafen in Tokio, im peripheren Sichtfeld des Smartphone-Blickes am Fußboden vorbeirutschen und noch viel, viel besser, es gibt ergänzend ein akustisches Warnsignal, eine Stimme, die Englisch und Japanisch durchsagt, dass man gleich hinfallen wird, wenn man nicht aufpasst. Viertens die Ampel, auch da das gleiche Problem. Ich drücke hier irgendwo, gucke auf mein Smartphone und da hinten verändert sich irgendwie ein Signal, auf das ich achten soll. Viel besser hier fotografiert in Cardiff in Wales, wo das Ganze also da passiert, wo ich auch drücke und wo ich auch ungefähr so hingucke. Hat nur ein Problem, es skaliert nicht. Wenn da mehr als 3,5 Leute davor stehen, sieht der Vierte nicht mehr, was da eigentlich passiert. Deswegen noch viel bessere Erfindung für Smartphone-Fußgänger, ein akustischer Signalgeber für diese Ampel. Zweiter Block, Kleidung für Smartphone-Fußgänger. Was hat sich an meiner Kleidung geändert oder an meiner Kleidungsnutzungsart? Das erste ist, ich trage bevorzugt Mäntel oder Jacken, die nicht einen Reißverschluss haben, sondern Knöpfe, damit dieses Kabel da irgendwo durch kann zwischendurch im Winter. Zweitens, ich trage beim Fahrradfahren eine Tasche, also eine Hose, die eine Tasche auf dem Oberschenkel hat mit Klettverschluss. Drittens, hier sieht man eine Erfindung, die aus dem Himalaya stammt, Wikipedia-Wissen, ein sogenannter Schal. Ein Schal ist die Abkürzung für Smartphone-Kopfhörerhalterung. Das ist dafür da, wenn man diese Kopfhörer mal rausnimmt, dann fallen die nicht einfach so runter, wie es früher immer war, sondern sie bleiben hier hängen und sobald man sie dann wieder einstöpselt, hat man sie griffbereit da. Nächster Punkt, dieser Schal ist auch dazu da, als Windschutz für das Mikrofon, was hier in diesem Kabel ist, zu dienen. Sehr gut, wenn man in dieses Smartphone reinspricht, während man irgendwo draußen unterwegs ist. Und Nebeneffekt, das hält auch den Hals ganz angenehm warm. Ich trage diesen Schal deswegen von ungefähr Anfang September bis Ende Mai des Folgejahres durchgängig. Außer wenn ich einen Talk habe, wo es sehr warm auf der Bühne ist. Letzter Punkt der Kleidung ist meine Hose. Hier sieht man dieselbe Hose zum selben Zeitpunkt. Links ist die Tasche, in die ich das Smartphone normalerweise ganz oft rein- und rausstecke. Rechts ist die, wo ich mein Geld drin habe. Das ich dann zum Schneider bringe regelmäßig, damit er die linke Hosentasche ausbessert. Bonus-Track, 2 Verweildauerprobleme für Smartphone-Fußgänger. Das erste Verweildauerproblem tritt auf, wenn man in einem Parkhaus ist und eigentlich sofort nach dem Bezahlen ausfahren sollte. Man guckt aber zwischendurch so lange auf sein Smartphone, dass sobald man vor dieser Schranke steht, hinter einem natürlich 4 weitere Autos stehen, keine Chance mehr rauszukommen, weil dieses Ticket schon längst abgelaufen ist. Und letzter Punkt, wenn man auf einem öffentlichen Klo sitzen sollte und auf das Smartphone guckt, dann passiert neuerdings häufiger Folgendes. Es gibt Bewegungsmelder, die das Licht steuern und irgendwann denken die, man ist nicht mehr da. Und dann passiert Folgendes. Plötzlich sieht es dann auf diesem Klo so aus, aber zum Glück hat man das Smartphone, deswegen sieht es in Wirklichkeit natürlich so aus. Ich habe mindestens 3 Leute gehört, die gesagt haben, ach, ich dachte, ich bin der Einzige, dem das so geht. Das könnt ihr hier aufschreiben, auf der unteren Adresse, joran.de/33c3-Umfrage, könnt ihr bitte sagen, wie macht ihr das? Was habt ihr für Erfahrungen? Das Ganze gucke ich mir dann an. Das bestätigt mich entweder selbst, dass ich nicht der Einzige bin, oder es hilft mir mit neuen Ideen, diesen Eintrag für das Techniktagebuch zu schreiben. Damit ihr einmal zählen könnt. Jetzt. Danke.
Dankeschön.